Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute bin ich beim Brudi Cashmo im Studio. Denn er bleibt Brudi, erleben wie im Movie. Ja, erstmal heute Nacht, also jetzt Donnerstag auf Freitag, kommt die neue Single vom neuen Album endlich nach 3 Jahren raus. Willst du irgendwas dazu sagen? Hast du... Ja, meine Freunde, ihr wisst ja Bescheid, der Brudi war sonst immer um die Morgenstunden unterwegs, wenn es hieß Video-Release. Und jetzt wollen wir uns natürlich dann mal an der Rap-Landschaft anpassen. 23.59 Uhr heute Abend, ihr kleinen Lümmels, checkt das aus. Aber jetzt geht's erstmal hier ans Eingemachte. Das Album kommt am 20.11.20. Das haben wir dann extra... Sogar noch dieses Jahr, also genau, Wahnsinn. Dieses Jahr kommt das noch, das Datum haben wir natürlich ausgewählt, das kann man sich sehr gut merken. Ja. Und ja. Perfekt, also nicht so verschoben, nix, gar nichts. Nee, so hat die Hat alles funktioniert. Sehr gut! So, ich habe mir gedacht, wir machen mal wieder einen Song erraten. Und ich sag mal so, wenn ihr seinen Sound kennt, wisst ihr, dass er auf jeden Fall West Coast und so weiter affin ist, ne? Und was Ami-Rap generell angeht. Wir haben uns jetzt ein bisschen auf 2000er festgelegt und werden einfach mal versuchen. Wir haben einen Buzzer. Ein Traum ist das Ding. Und ja, wer schneller ist, der ist dran. Funktioniert bei mir nicht, habt ihr gesehen? Ja, wir werden einfach mal gucken, was machen wir denn, wenn der andere verliert? Also sagen wir erstmal so, wenn ich drücke und falsch liege, es passiert nichts. Also du kriegst keinen Punkt, andersrum genauso natürlich nicht. Der andere hat aber trotzdem noch die Chance, den Punkt zu machen. Ne? Also ganz einfach, wer es also weiß, kriegt einen Punkt. Genau, wenn du also Fehler machst, kann ich immer noch versuchen. Du kannst immer noch, natürlich, aber ich kriege jetzt keinen Minuspunkt oder es passiert nichts. Wunderbar. Weil sonst ist das viel zu kompliziert. Was machen wir denn, wenn wir verlieren, Alter? Also ich würde ja liebend gerne, ich kann mir vorstellen, dass du da gar keinen Spaß dran hast. Ich würde dich gerne mal irgendwie mit Autotune hören. Boah, also schon boah. Das ist hart, ne? Das ist hart. Ich würde gerne, also wenn du verlierst, würde ich gerne, dass du 2 Zeilen von irgendeinem Künstler mit Autotune singst. Und das nehmen wir hier einfach nur auf. Einfach nur live. Was willst du machen? Wenn du verlierst, boah, da muss ich mir jetzt gerade echt mal was einfallen lassen. Du meintest vorhin, du hast schon mal jemanden tätowiert. Ja. Ich würde sagen, wenn ich verliere, lasse ich mir ein Strichmännchen von dir irgendwo tätowieren. Das ist ein Deal. Oh ja. Gott, irgendwo, Alter, ich darf ne? Nicht so. Nee, machen wir Arschbacke, okay? Ja. Machen wir Arschbacke. Weil du weißt, so nachher kommst du so mit Hals oder so an. Ja. Klingt das fair? Autotune gegen Tattoo? Autotune gegen eine normale Stelle für ein Strichmännchen. Das finde ich so gut. So machen wir es, ja. Machen wir. Alles Jared klar. Hinter der Kamera wird die Songs abspielen und 5 Sekunden, wie gesagt. Maximal 5 Sekunden. Ich bin bereit. Ich auch. Erster Song kommt. Ah! Okay, mit allen Künstlern. Ja. Aber ja, sollte nicht schwer sein. Hate it or love it, ne, von 50 Cent und The Game. Verdammt, Alter. Hm? Nächster Song kommt. Disco Inferno, auch 50 und The Game. Nein? Falsch. Disco Inferno, G-Unit, ne? Nope. Nee? Ach, haben wir beide falsch. Von wer war das? Nur 50 Cent. Ach so. Ready? Ja. Jo. Rough Riders Anthem von DMX. Digga, die Boxen sind auf deiner Seite, du hörst das viel lauter. Stell die mal hier vorne, bitte. Ich habe so lange drauf gewartet, wo ich in den Knast gekommen bin damals. Ich will den Song haben, den kenne ich so auswendig. Ne? Digga, das war ganz wild, Mann. Du hast nur das scheiß Klicken gehört. Ja, ich habe da gar kein Klicken gehört. Fuck, 2-0, ne? Nee, ich hab scheiße gebaut. Stopp. Ich hab scheiße gebaut, weil ich hab dieses Sample mal benutzt und deswegen dachte ich gerade, ich kenne das und hab so gedrückt. Du bist. Ich hab's verkackt. Ich hab den Beat so im Kopf, ne? Ich dachte erst, es wäre One Two Step oder irgendwie schon so ein Ding, so diese Ciara oder wie sie heißt. Nee, ich hab den Namen nicht mehr drin, ne? Ich weiß auch nicht. Missy Elliott, Ciara und Fatmascope. Also doch, Ciara war's. Ach. Der gute alte Fatmascope. Der gute. Warte mal, der hat doch letztens einen Song mit einem Deutschen gemacht. Echt? Also da bin ich komplett raus, da kann ich gar nichts beantworten. Nee, Alter. Nee. Dip It Low oder so? Nee, Dip It Low war Sammy hatte da mal einen Remix, ne? Mit Christina Milian, glaube ich. Nee. How Low Ludacris. Ach, Luda war das, Alter. Still Dre, Dr. Dre und... Warte, was ist du dabei? Oh Gott, ist das peinlich.
tut richtig im Herzen weh. Ich sag nur Dre. Keine Ahnung. Mit Snoop. War mit Snoop. 3-0. Oh, wie dumm. Ich hab den Snoop-Part gar nicht mehr im Kopf gehabt. Schade. Komm schon. Mein Girl Problems after the battle, the song. 99 Problems, Digga, Jay-Z. Warum komme ich da nicht mehr dran, sobald du drauf bist? 99 Problems, Jay-Z. Ah, Mann, 4-0. Warum hast du so eine schnelle Hand, Alter? Was ist los? Weißt du, mich hält ja auch hier vom Köln. Ich merke das schon. Da brauchst du eine schnelle Hand. Fuck. Ich glaube, ja, wir machen bis 10 ungefähr. Ready? Hm, geht so. Biggie is sicker than your average. It was at this moment that he knew. He fucked up. Endlich. Nee, das war doch Hypnotize, oder nicht? Was ist denn los mit mir heute? Warum komme ich denn auf Sicker Than Your Average? Ich habe keine Lust mehr. 5-0? 5-0, ja. Warte, ich hatte... Tupac. Ghetto Gospel. Yep. Fuck you, Alter. Ich hab so gehofft, du kommst nicht drauf. Boah. Fuck, Alter. 6-0. Ich hab schon keinen Bock mehr, ne? Ready? Hm. Shake that thing, bitch. Can I shake that thing? Sean Paul? Sexy lady can rub me around. Fuck, wie heißt denn das Lied? Shake that thing, Miss Annabella Shake. Ja, ich glaub, verkackt, ne? Der bekannte. Ach, get busy, Alter. Get busy. Na, get busy. Scheiße, ich hätte den Text weiter durchgehen raus bei der Mucke, wa? 6-0 steht's. 6-0, noch 4. Ja. Ich will mal einen Punkt. Und. Hm? 50 Cent. Oh, warte, der Name gerade. Girl, oh girl. Ich hab den kompletten Text im Kopf, ja, aber ich hab den Titel gerade nicht. Du bist. Ich hab den Song im Kopf, aber Titel auch keine Ahnung, Alter. Also ist auf jeden Fall, wie gesagt, 50 und Nate Dogg, aber den Titel weiß ich nicht. Girl. 21, ja. 21 Questions, ja, 21 Questions, ja. Oh! So, nächster Song. The fucking mic on! What's Love, Fat Joe? Fehlt jemand. Und Ashanti. Fat Joe. Warum sage ich dir das denn noch? Bitte? Fehlt noch eine Person. Ja, das ist echt zu lange her, Mann. Alter, ich weiß nur Fat Joe und Ashanti. Ja Rule. Ja. Schmeckt gar nicht, Alter. Das Video wird nicht hochgeladen. Gar nicht. Da wird das erste Wort hochgeladen. Das wird gar nicht hochgeladen. Alter, welcher Part war das? Das war ein Need a Girl Part 1 mit Usher, Lou, also P. Diddy, Usher. Sieben. Ja, mein erster Punkt, Alter. Danke, ein Punkt, danke. So, nächster. Kanye West, Jamie Foxx, Golddigger. 7-2. Oh, Alter, ich war so am Führen. 50 Cent und Mobb Deep Auto Control. Nice. 8-2. Riding Dirty. Was? Oh. Da muss ich auch gleich raten. Ne, bin raus. Chamillionaire, oder wie der heißt, ne? Riding Dirty, ne? Und noch einer? Ja. Boah, da bin ich raus. Chamillionaire Crazy Bone Ride. Ach. Ready? Okay. Hey. Black Street No Diggity. Featuring Dr. Dre, ne? Und noch einer? Warte, ich hab's, L.A. Cool J. Aber wer ist denn da noch dabei gewesen, Alter? Queen Pen. Ja, und wie viel steht's eigentlich? 8-2. 8-2. Exhibit X. Letztens ja ist auf einem Konzert gewesen. 100 Leute waren da. Hast du mal deine Ex 100. Gedacht? Ja, genau. Kurz ich wieder gedacht. Oh, geil. 8-3. Ready? Ja.
Der wird nicht einfach. Das war, glaube ich, Ja Rule. Clap That oder Take That oder irgendwie. Clap Back. Clap Back, ja, alles klar. Das Clap Back, Ja Rule. Ja Rule. War jetzt noch jemand dabei oder nicht? Ist das dein Nein, Ja Rule, Clap Back. Ja? Ja, ist so richtig. Ist das richtig? Ja. 8-4, jetzt muss ich auch mal. Oh, Junge, ey. Bus nach Hamburg. Der Song war geil, Alter. Clapback. We gonna clap back. Jetzt wird's einfach. How we do 50 Cent in the game. Richtig. Boah. Dun. Wenn er jetzt die Frage, wenn er jetzt die richtig beantwortet, ist das Finale. Ja, 9-4. Matchball. Fuck! Ready? Ja. Ah. Dirty. Christina Aguilera, Redman, Dirty. Ja. Ja! 8-5. 9-5. Verdammt, 9-5. Jetzt bin ich gespannt, wer schneller ist. Ja. Change is super. Ich fick dich, Alter. Jawohl, das war's. Ich komm gegen deine Geschwindigkeit, komm ich nicht an, Alter. Dann wisst ihr Bescheid. Nicht schön Köln im Glas, mal kurz ein bisschen absitzen. Dann wisst ihr, wie das läuft, ne? 10-5, ne? 10-5. Digga, fuck. Das heißt, ich krieg ein scheiß Tattoo, ja? Ja, ein Strichmännchen. Geil. Ja, da weißt du ja, also du machst ja heute schon ein Tattoo und dann kommt noch eins zusätzlich, ne? Ich freue mich richtig drauf. Wunderbar, da freue ich mich. Ne? Das seht ihr jetzt. Viel Spaß dabei. Und wie gesagt, heute Nacht die neue Single. Schaut gerne vorbei, auch wenn ich jetzt nicht. Cashmo NTM 23:59, ihr Lümmels. Ich gönne gerade nicht. Doch, ich gönne. Das hast du dir verdient, Alter. Alter, da will ich kein Strichmännchen. Leck mich am Arsch, Alter. Wie war du? Ich darf mir aussuchen, ne? Alter, willst du hier einen kleinen hinmachen oder was? Keine Ahnung, hier? Ja, das ist gut. Das ist gut. Hier? Alter, lass dich nicht scheiße aus. Also, meine Freunde, nicht mit Onkel Cashmo irgendwelche Wassergames machen. Das endet dann auf dem Strich. Ich hoffe, der hat gestrichen die Nase voll. Das reicht doch jetzt mit dem ganzen Bordspiel. Damit du auch das Kunstwerk erst danach siehst. Warte, da tun wir dir noch was rüber, oder am besten? So, genau. Warum mach ich so eine Scheiße eigentlich mit? Warum habe ich nicht auch gesagt, dass ich Autotune mache oder so? So, jetzt muss ich halt hier noch rasieren. Okay, das gefällt mir. Ne? So. Wie machen die Jungs heute mal? Wie machen wir mal? So, ja, wir müssen jetzt Ding jetzt auf. Ich mach einfach mal so, das wird schon richtig sein, ne? So. Dann rasieren wir den Sigma hier weg, ne? Oh, Junge! Cashmo darf Dubos Beine rasieren. So, ich denke mal, das sollte tun. Machen wir dann noch ein bisschen hier Seife drüber. Dann wollen wir mal. Weißt du überhaupt, was du machst? Ja. Wird sich gleich herausstellen, ne? So, wir haben ja gesagt Freehand, ne? Alter! Ja, ein bisschen Vaseline hier. Wie gesagt, ich bin ja kein Tätowierer, ne? So, auf jeden Fall weiß ich, muss ich mal ein bisschen ziehen. Geht das nicht mehr? Ist das geil! Alter, ist das riesig! Junge! Willst du mich halt nicht fliegen, Mann? Schäden, ja. Alter. Man hätte bei den 90s aufpassen müssen, ne? Boah, das ist auf jeden Fall Legendenstatus, Alter, was das hier machen darf. Oh. Ja, das ist alles Freehand, weißt du, was ich meine? Ja. Jared, warum sagst du nicht, dass man nicht irgendwie Alex zu viel? Oder so, Alex, mach mal nicht. Alex, du könntest auch verlieren. Dein nächster Job werden könnte. Ich höre schon lachen, ne? Fuck, Alter. Ey, Alter, ich. Ja, Wettschulden sind Ehrenschulden, aber ne? Ich finde das cool, Mann. Ehrlich. Fresh. Rudi,
Alles klar, Bombe, Killer, wisst ihr Bescheid? Also wer Tattoo will, kommt nach Next Level Inc., aber nur nicht nach dem Brudi fragen. Weil da kommt noch sowas bei rum, ne? Aber ansonsten alle rumkommen, ne? Alter, aber komm, ey, damit habe ich das Still Dre Ding habe ich jetzt vom Tisch, Alter. Ich will nie wieder was hören. Nie wieder, das bleibt für immer, ne? In dem Sinne, Freunde, ich wünsche euch einen schönes Leben ohne Strichmännchen auf dem Bein. Ne? So, tschüss. Ja?